Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play von Akuji the Heartless. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, also ich habe jetzt noch ein bisschen an den Grafikeinstellungen gefeilt, aber es hat anscheinend nicht, ich weiß nicht viel gebracht. Das Gesicht erscheint immer noch nur, wenn ich nahe dran bin. Naja, egal. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt weiter ins Level Kalas. Da sollen wir ja hingehen. So, jetzt erstmal für den Baron, genau. So, Kalas, das Heiligtum des Hasses. Fast muss zerstört werden. Vorsicht vor seinen vielen Beschützern. Lassen Sie sich von Ihrer Spiegelung durch die Gefahren leiten. Ich finde es schön, dass hier nochmal so ein paar Tipps kommen. Und ich probiere das gleich mal. Mich wieder die Leichtigkeit, mit der ich die Seelen meiner Ahnen einsammle, an. Hätte ich geahnt, dass das Leben nach dem Tod ein schwerender Sumpf von Erinnerungen ist, hätte ich mich zu Lebzeiten besser gegen den Tod geschützt. Ich muss Kesho vor diesem Schicksal bewahren. Ja, genau, das solltest du auch tun, Akuchi. So, wir haben es mal aktiviert hier. Da kommt dann hier so eine Mauer hoch. Was ich sehr stylisch finde. Aber Moment mal. Nee, Ausgang nach Nabo. Das wollen wir jetzt nicht. Okay, dann hier. Zack, da Höllenschlag. haben wir schon mal hier die Zauber rausbekommen, weil diese Dinger hier oben, die kann man abschießen und dann kommt da Zauber raus. Das ist geil. Abschießen oder halt abschlagen, je nachdem. Und genau, jo. Sind wir jetzt hier in diesem doch sehr finsteren Level, ha? Mumie, zack, die ist direkt weg. Die Gegner hier gehen echt schnell. So, dann schauen wir nochmal hier oben. Da ist nämlich auch noch so ein Ding. Da unten kommt nämlich auch wieder was raus. So, ja. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Akuchi. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich dieses Spiel jetzt Let's Playen kann. Das wird cool. Ich meine, gut, es ist cool. Wir sind ja schon im dritten Level, ne? Hier kommt da jetzt ein Typ, oder nicht? Genau. Hey. Nein, 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 das ist Säurewasser. Nicht da raus. Nee. Nicht da rein, meine ich. So, okay. Sehr schön. Aber jetzt einen Schaden bekommen. Da ist so ein Vieh. Okay, zack, danke schön. Die können nämlich ganz schön nerven, die Dinger. So, schauen wir mal weiter hier. Ja, sehr finster auf jeden Fall. Wow. Ja, alles klar. Also hier machen wir hier immer die Wandarchitekturen kaputt. Ah, der Designer hier, der hat sich wohl auch keine Mühe gegeben. Ja, obwohl, das ist ja auch nicht die Aufgabe gewesen, ne? So, dann gehen wir mal darüber. Und holen uns mal den Stein hier, weil für den Altar, den wir da hinten schon gesehen haben. So, und zack. Ja. So, ja, Maske. So, dann schauen wir mal und machen wir zack. So, dann gehen wir mal weiter hier, ne? Ah, der Part mit der coolen Mucke. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr die hört, aber die Musik ist geil. Zack, zack. Ja, einfach schön sachlich hier Akuchi spielen. Also das ist ja so mein Spielstil, so einfach sachlich bleiben und nicht so, wenn es geht, nicht so viel rumschreien. Und ja, hier tropft zwar Blut von der Decke, aber das ist uns alles egal. Wir sind halt Akuchi, wir kennen es halt nicht anders, ne? Da oben fliegt ein Herz rum. Ja, schön. Schön makaber. So. Und zack. Und? Jawohl, okay. So, dann. So, hier muss ich jetzt nämlich auch noch mal gucken, weil hier gab es irgendwo einen Kopf. Ha, da ist ein Vieh. Scheiße. Oh. Gott sei Dank, das war gut. So, zack, zack. Ey, komm schon. So. Also bis jetzt, Hut ab. Keine Ruckler bis jetzt. Das
Das ist doch schon mal sehr schön. Ich muss einmal ganz kurz einen Schnitt machen, weil mein Handy vibriert die ganze Zeit. Einen Moment. Ja, da bin ich wieder. es tut mir leid, das Handy hat geklingelt und ja, da musste ich beantworten. Ja, wir waren ja hier, ne? Und genau, dann machen wir jetzt auch direkt weiter. Also wenn wir uns hier drehen, ne, dann haben wir halt hier die Stelle. Da muss man sich hochschwingen. Ja, nicht so. Ach, Gott sei Dank. Okay, ja, das haben wir geschafft. Den ersten Kopf haben wir schon mal in diesem Level. Sehr schön. Ah, da kommt so eine Mauer raus, okay. So. Dann machen wir hier wieder die Bilder kaputt. Und jetzt, das ist sehr krass hier, schaut mal da. Da liegen so Knochen rum, krass, ey. Das ist so heftig hier. Boah, und guckt euch mal diese Bäume an, ja. Mit irgendwelchen Klingen da. Oh! Holy shit. Aufpassen und... Ja, sehr schön. Und Typ... Oh! So. Oh, was ist das denn? Schaut mal. Ein Skelett liegt da einfach mal rum. Wirbelsäulen. Nett. Wirklich nett hier. Das ist doch sehr vertrauenserweckend. Findet ihr nicht auch? Und die geht runter. Alles klar. Und hier haben wir noch einen. Ah, einen Tod höchstpersönlich. Nee, irgendwie sind die Ruckler, die sind weg. Keine Ahnung, woran das liegt. Finde ich gut. Dann behalte ich das Grafikplugin. Ja, genau. Wenn jetzt nicht noch irgendwelche Anzeigefehler kommen. Hier ist noch ein Kopf. Genau. Das wusste ich auch noch. Ja, wie gesagt, also, wie gesagt, ich kenne die Level halt noch, ne? Es wird jetzt auch ein bisschen schneller gehen als beim letzten Mal. Ja, das war ein scheiß Timing. Aber diese Mumie erlegt, die nichts aushält. Ist auch sehr interessant. Da ist noch ein Tod. Ah, scheiße, scheiße. Ah, hör auf. So, hier liegt wieder eine Wirbelsäule rum. Liegt hier einfach eine Wirbelsäule rum. Das ist schon ein bisschen verstörend. Naja, egal. So, was haben wir hier noch? Aha. Hätte ich fast übersehen hier. Zack. Maske. Hi. Nee, Quatsch. So, dann gehen wir mal weiter. Kommt hier einer? Ja, hier kommt einer. Alles klar. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Weil, genau, hier ist ein Zauber. Vernichtungsschlag. Das ist der Vernichtungsschlag. Das ist ein sehr krasser Zauber. Und sammeln uns natürlich die Puppen ein. Ist klar. Und wir gehen hoch. So. Jetzt müssen wir nämlich hier rüber. Klettern einfach hier über diese Dinger, die... Ah, hier ist ein Tod. Den Vernichtungsschlag probiere ich jetzt hier nicht aus. Da. So sieht er aus. Nee, der ist einfach zu krass, der Zauber. Ja, und jetzt kommt was richtig Cooles. Schaut mal. Da sind im Spiegel Bilder, so Platten abgebildet, aber hier ist nichts. Das ist cool. Und durch den Spiegel haben wir auch gesehen, dass hier hinten noch ein Herz ist. So. Ja, da müssen wir, wie es im Intro gesagt wurde, auf den Spiegel vertrauen. Hier, zack. Ja, so können wir hier rüber, obwohl hier unter nichts ist. Das ist doch geil. Da oben noch eine Voodoo-Puppe einsammeln. Und weiter geht's. Wieder zurück. Weil wir hatten ja noch... Wir hatten ja den Altar gehabt. Da vorne. So. Schnell über die Dinger hier rüber. Und zack. Ah, da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Oh, zum Glück wird das Spiel pausiert. Oh, zack. Okay, sehr schön. Gut. Ja, hier tropft weiter Blut von der Decke. Das ist echt sehr... Ah, jetzt kommt meine Lieblingsmucke hier. Die Mucke ist so geil hier. An dem kann ich euch mal den Vernichtungsschlag zeigen. So, guck mal. Zack. Bock. Das ist geil. Ha, ich muss hier hin. Ah, stopp. Oh, Gott sei Dank. Okay, und... durch diese komischen Bäume hier. Das ist doch irgendwie... Ja, und nochmal. Wow, ich hab's geschafft. Moment.
Hier weiß ich doch noch was. Hier oben. Schaut mal da. Da ist doch so ein Ding, dass wir... Ah, Moment. Hey. Ah, jetzt so Vierecke. Ne? Schießen wir es an. Und siehe da. Das Tor, die Tür zum Vorfahrt öffnet sich. Das ist doch sehr schön. Das läuft sehr gut gerade. Und im richtigen Moment abspringen und so. Mit Vernichtungsschläge. Und schon der dritte Kopf. Also das ist wirklich, also am Anfang geht das sehr schnell noch. Da unten ist noch ein Gegner. Aber den gucke ich mir jetzt nicht an. Nee, das ist mir zu blöd. Einfach runter und dann wieder hochklettern und nee, abwarten. Dann gehe ich lieber direkt weiter. Genau. Jo. Da. Wieder so automatische Mauern, okay. Und 92 Voodoo-Puppen. Das heißt. Ja, das war sehr niveauvoll, ich weiß, aber was soll ich machen? So, 93. Da rennt noch eine Mumie rum. Ich glaube, die kill ich mal. So, zack! Und weg bist du. So, dann schauen wir mal weiter hier rum. Ich habe, glaube ich, die eine oder andere Puppe vergessen, aber ist egal. Auf die Puppen, ja, will ich eigentlich auch nicht verzichten. Aber ey. Nicht von hinten, mein Freund. Wie gesagt, auf die will ich nicht verzichten, aber es gibt Schlimmeres, als die eine oder andere Puppe zu vergessen, wirklich. Ich hätte sogar gesagt, ich will alle sammeln. Aber ich sammle halt alle, die ich sehe. Ne? So. Ja, wir sind am Hangeln hier. Tarzan, Dschungelkönig, wie auch immer. Ah, das ist ein Vieh, okay. Um das kümmern wir uns. Ah, scheiße. So, jetzt kümmern wir uns direkt drum. Und ich würde sagen, dann haben wir das hier abgeschlossen. Sehr schön. Jo, gehen wir weiter. Ah, jetzt kommt der Teil. Ich verstehe. So, dann Vernichtungsschlag und zack. Ja, er rennt noch rein. Sehr schön. So. Hier ist nämlich eine Treppe. Seht ihr das? Ah. Ah, und hier auch noch. Hätte ich fast vergessen. So, genau. Ja. Gehen wir hoch. Da ist nämlich ein Vorfahr, der letzte. Alles klar. So, hier ist ein Vieh. Dieses Gesicht hier. Das hier. Das erinnert mich an die einen Aliens da aus Star Wars. Aus Episode 3. Diese komischen Gesichter da. Ich glaube, die sind davon kopiert. Kann das sein? So, 99 und da vorne ist die 100. Puppe. Und schaut mal, was passiert. Zack. Da haben wir mehr Leben schon. Nach 3 Parts, das ist, ja. Aber das ist halt Akuchi, ne? Ein sehr... Ah! Ein sehr schnellliebiges Spiel. Und genau, mehr hier ist hier nicht. Mehr ist hier nicht, alles klar. So, jetzt müssen wir darauf achten, wann das Ding hier ist. Moment. Ah, jetzt fangen wieder die Ruckler an. Verstehe ich nicht, warum. Bis gerade ging das Spiel super. Ah, scheiß Kamera. So, jetzt... Naja, die Kamera hier manchmal, die macht halt sehr, sehr generisch und automatisch da ihre Bewegungen. Finde ich nicht so doll, muss ich ehrlich sagen. So, das ist wieder dieses Star Wars Gesicht. Das sieht echt so aus, oder? Da, wo Obi-Wan da gegen General Grievous kämpft da auf dem Planeten. Ich weiß nicht, wer Star Wars gesehen hat, aber die sehen doch... Ey! Die sehen doch genauso aus, oder nicht? Ja, ich bin Star Wars Freak, ich weiß. Aber ich finde Star Wars halt viel besser als in Herr der Ringe. So. Da haben wir jetzt ein kleines Mini-Rätsel hier. Wir haben hier einen Schalter, da ein Tor. Und da nochmal 2 Schalter. Das heißt, wir müssen in der richtigen Kombination, in der richtigen Reihenfolge, hier diese Dinge aktivieren. So. Erstmal die. Weil das Ding da hinten, die Brücke quasi...
Bringt uns zu dem Schalter. Ah, spring! Oh mein Gott, Lecksprung. Warum leckt es jetzt auf einmal wieder? Das verstehe ich nicht. Na egal. So. Das macht nämlich das Tor auf. Dann müssen wir jetzt da hinten nochmal hin die Brücke zurückschieben. Ja, das ist ein bisschen... Ah, okay. Ach, den habe ich schon wieder ganz vergessen. Der war doch ein Typ. Geil. Ja, diese Gegner hier sind irgendwie, ich weiß auch nicht, sehr leicht zu besiegen. Ein Feuersturm oder Höllenschlag und die sind tot. Das ist ja ein Feuersturm wäre schön. Das sind ja die Mini-Regenbogen-Kanonen-Dinger. Davon haben wir ja gleich mal 80 Stück. So. Da haben wir die Brücke. Ah, nee. Hä? Man kann das gedrückt halten? Ernsthaft? Warte mal, das probiere ich mal aus. Man kann das gedrückt halten? Ernsthaft? Nee, ich wollte schon sagen, der krabbelt doch dann. Ja, man kann auch krabbeln. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Weil die Dinger... Ah! Schon habe ich den ersten Fehler gemacht. Oh, Lecksprung! Nein, das ist doch so unfair! Das ist so unfair, ey. Ja, wenn wir das jetzt so oft verlieren, dann sterben wir. Oh. Ihr habt gesehen, wie das endet, ne? Das da unten ist Säurewasser und das zieht uns extrem viel Leben ab. So, dann haben wir jetzt hier und hier und hier. Oh Gott. Und hier. Und ja, geschafft. Fuck, fast geschafft, ey. Oh Mann. Nochmal das Ganze. So. Gut, dann wiederhol das bitte. So, wir kennen ja jetzt die Route, die wir springen müssen. In dem Fall. Oh, das ist aber auch krass hier. So. Jetzt aber. Sehr schön. Okay. Dann. Ah. So. Dann haben wir jetzt hier den Schädel da hinten. Habt ihr den gesehen? Da vorne dieser Schädel. Das ist der Endgegner hier. Endgegner in Anführungsstrichen. Der hält einen Vernichtungsschlag aus. Oh, Ruckler. Scheiße. Okay. Nichts passiert. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal anfängt zu ruckeln. So, zack, 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 zack. Das war's schon, okay. Ja. Und diesen Wastu, das ist Wastu. Den machen wir einfach mit einem Vernichtungsschlag. Doch nicht, okay. Hä? Wieso hält er jetzt so viele Vernichtungsschläge aus? Ist der... Hä? Ist der verbuggt? Normalerweise hält der einen Vernichtungsschlag aus. Ah, warte mal. Oben hin. Ah, oben hin. Alles klar. Ja. Und da öffnet sich direkt unser Geistertor. Das ist doch sehr schön. Jawohl. Dann würde ich sagen, speichern wir das. Und... Ja, schauen wir mal. Bis jetzt haben wir alles, ne? Alle Seelen, ja. Ach, ich mach mal hier ein Save State. Noch mit Speichern, weil hier hängt sich das Spiel manchmal auf in diesem Menü. Der speichert es irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Oh, ich dachte schon, es hätte ich aufgehangen. Scheiße. Ja. Du dienst mir vorzüglich, Akuchi. Ja. Du hast genug Seelen geerntet. Das Tor zu Madis Zuflucht ist offen. Besiege ihn. Und du darfst den zweiten Vorhof zur Hölle betreten. Ah ja, der erste Endgegner. Alles klar, jo. Ich verstehe. Schauen wir uns nochmal hier oben ein bisschen um. Es sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Also für PS1 doch, ja. Sehr liebevoll gemacht. Gut, wie wir Madi gegenübertreten, würde ich sagen, Freunde, das sehen wir dann nächste Mal. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich schneide das jetzt erstmal und mache jetzt hier erstmal Schluss. Vielleicht mache ich nachher noch weiter, mal gucken. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für alle, die zugeschaut haben. Und wem es gefallen hat, der möge doch ein Like oder Abo dalassen. Und jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.